haben eine Wahrheit. Wir haben die Wahrheit und werden sie verteidigen. Und wenn es sein muss, auch wieder gegen ein Volk. Aber es muss doch eine Hoffnung geben. Man kann nicht leben ohne Hoffnung. Fürchte, das werden wir lernen müssen. Er scheint sehr wahnsinnig begeistert. Ehrlich mal, wie du redest. Träumen wir also. Aber unter den Bedingungen, ernsthaft an unseren Traum zu glauben. Die leuchtendsten Träume sind die, die die Wirklichkeit zu werden brauchen. Verlogene Scheiße. Was das heißt, ist ja ganz klar, dass wir weiter an der kurzen Leine von Moskau hängen werden und dass keine Lockerung eintreten wird. Im Gegenteil! Schluss jetzt! Richard, du darfst nicht so offen vor so vielen Leuten reden. Mensch, Herr Doktor, Sie haben aber auch ein Talent, sich immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen. Hast du schon manchmal daran gedacht?